Wetzlar ist eine prosperierende und liebenswerte Stadt. Ich war für Sie unterwegs mit meiner kleinen Handykamera, um mal zu zeigen, welche besonderen Plätze und Kuriositäten es in unserer Stadt zu entdecken gibt. Erste Bilder unserer neuen Feuerwache sind bereits im Netz. Sie basieren auf einer Animation. So wird es künftig aussehen, wenn in Wetzlar die Wache 1 ausrückt, beziehungsweise bevor sie ausrückt. Nach den vielen Regengüssen hat man sich jetzt entschieden, das Wetzlarer Rosengärtchen samt Freilichtbühne wird geflutet. Man beginnt jetzt damit, das Ganze zu einer Freiluft-Wasserspielanlage umzufunktionieren. Es gibt also nächstes Jahr nicht mehr die Wetzlarer Festspiele, sondern die Wetzlarer Wasserspiele. Lange Zeit wurde dem Wetzlarer hauptamtlichen Magistrat Geschichtsvergessenheit vorgeworfen. Nun ist das wohl endgültig vorüber. Das Palais Papius in Wetzlar erstrahlt in neuem Glanz. Als Dankeschön stiftete der Wetzlarer Geschichtsverein 4 Statuen des hauptamtlichen Magistrates. Links Oberbürgermeister Wagner, dann Bürgermeister Andreas Viertelhausen, Stadtrat Jörg Kratkei und Stadtrat Norbert Kort-Lüke. Wetzlar ist um eine Attraktion reicher. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Bootshaus Wetzlar ist verschwunden. Über Nacht haben Unbekannte das Gebäude komplett demontiert und haben nur einen leeren Platz hinterlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Energie- und Wasserversorgung, das sind die Themen der Zukunft. Durch ein kompliziertes neues Bewässerungssystem hat die ENWAG endlich es geschafft, zusammen mit anderen Anbietern hier die Wasserversorgung für Wetzlar sicherzustellen. Der zentrale Brunnen gibt nur so viel Wasser ab, wie tatsächlich benötigt und wird anschließend mit Sperrschiebern und ähnlichen Konstrukten verwaltet und gelenkt, sodass das Wasser dorthin kommt, wo man es braucht. Eine weitere gute Nachricht für alle Wetzlarerinnen und Wetzlarer, die Pontonbrücke wurde endlich durch ein festes Bauwerk ersetzt. Somit entfallen die lästigen Auf- und Abbauarbeiten. Erfolgreiche Renaturierung in Wetzlar. Wie Sie sehen, wo ich hier stehe, das war mal der Karl-Kellner-Ring, die belebteste Straße unserer Stadt. Aber dank unserer innerstädtischen Bürgerinitiativen hat man es nun endlich geschafft. Die Natur erobert sich das Grundstück zurück und ich denke, das ist ein Beispiel für unsere gesamte Stadt. Gebt endlich der Natur die innerstädtischen Straßen zurück. Das kann so nicht weitergehen. Hier sehen Sie den Karl-Kellner-Ring. Ich bin sehr froh, Ihnen das heute zeigen zu dürfen. Wird es in Wetzlar eine Tunnellösung geben oder wird die Hochstraße neu gebaut? Das ist das mögliche Modell für einen Neubau, eine sogenannte freitragende Seilkonstruktion ohne innere Ausfüllung. Man wird sehen, welches Modell letztendlich vom Bundesverkehrsministerium favorisiert wird. Ich persönlich halte diese Konstruktion für möglich. Sie lässt viel Raum, sie lässt Luft hindurch und sie scheint nicht so teuer zu sein. Gebaut wird auch in der Wetzlarer Colchester-Anlage, denn oh Freude, das Wetzlarer Labyrinth-Projekt bekommt endlich eine Überdachung, damit die Veranstaltungen auch bei schlechtem Wetter gemacht werden dürfen und man nicht mehr darauf angewiesen ist, den Regengott anzubeten oder Ähnliches tun zu müssen, damit man sich für die friedlichen und stimmungsvollen Treffen dort versammeln kann. Wir sagen dazu herzlichen Glückwunsch. Jahrelang war Ruhe am Wetzlarer Lied Frauenberg. Die Linden standen einsam herum und dann wurde der Platz entdeckt als schützenswert, was mich persönlich sehr freut. Denn das passierte seitdem. Die Bäume werden immer größer, immer stärker und stehen wie ein Fanal für den Naturschutz in Wetzlar. Deshalb, der Liebfrauenberg muss leben. Gute Nachricht, das Hauser Tor, das längst vergessen geglaubte Einstiegstor in die Altstadt von Wetzlar, wird wieder aufgebaut. Hier sehen Sie bereits den ersten Entwurf, von einer Seite bereits zu besichtigen. Wetzlar ist um eine Attraktion reicher. Das Hauser Tor ist wieder da. Jahrelang war das ehemalige Gebäude der Commerzbank in Wetzlar ein Ärgernis. Nun eine gute Nachricht, es wird abgerissen. Allerdings, wie in Wetzlar üblich, der erste Sprengversuch hat nicht funktioniert. Das Gebäude ist etwas abgesackt, steht jetzt schief. Und die Experten rätseln noch, wo sie die zweite Sprengladung ansetzen. Wir werden sie darüber unterrichten. Endlich ist es soweit. Der Wetzlarer Dom bekommt seinen zweiten Turm. Wir sehen hier den Sockel. Und nun wird endlich aufgestockt. Und die Wetzlarer dürfen sich freuen. Es ist soweit. Der zweite Turm wird endlich Wirklichkeit. Viele Diskussionen gab es um die Wetzlarer Domhöfe. Hier sehen Sie den letztendlichen Entwurf und ich glaube, das dürfte allen gefallen. Ist Wetzlar nicht eine liebenswerte Stadt? Haben wir nicht tolle Sehenswürdigkeiten?
Das ist Hamburg, du Pflaume. Oder so.